Besonders bei den Themen zur Prozessoptimierung und digitalen Transformation kann eine effektive Moderation helfen, komplexe Zusammenhänge zu entschlüsseln und sicherzustellen, dass die Diskussion zielgerichtet und produktiv ist. Herrliches Mittel, die 5Y-Methode. Eine qualifizierte Moderation innerhalb der 5Y-Methode fördert eine offene Kommunikation und schafft eine Atmosphäre des Vertrauens, was besonders wichtig ist, um Veränderungen im Rahmen der digitalen Transformation dann auch abgestimmt und erfolgreich umzusetzen, damit eine nachhaltige Lösung geschaffen werden kann. Wusstest du, dass du mit der 5Y-Methode deine Prozesse in der Effizienz mächtig steigern kannst? Diese Methode ist ein unverzichtbares Tool, wenn es darum geht, Prozesse zu analysieren, Prozesse zu optimieren, die ganzen Störungen eben abzustellen, um die Effizienz zu steigern. Die Methode hilft, die wahren Ursachen von wiederkehrenden Problemen und Störungen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Prozessverbesserung zu ergreifen. Durch die Anwendung der 5Y-Methode kann auch dein Team und dein Unternehmen Produktionsoptimierungen und Effizienzsteigerungen in den Wertschöpfungsketten erreichen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und zu Qualitätsverbesserungen führt. Und ganz nebenbei, es erhöht Motivation, denn wer ärgert sich schon gerne wieder und wieder und wieder stets über die gleichen alten Probleme? Ist dir schon aufgefallen, dass viele Qualitätsprobleme immer wieder auftauchen? Oft verkleiden sie sich, sodass man denkt, es sind unterschiedliche Probleme. Diese verkleideten, nennen wir es mal Gestalten, sind aber dann nur die Symptome. Die Ursache, eine Kernursache, liegt tiefer. Und die wollen wir finden. Die wollen wir finden innerhalb des Qualitätsmanagements mit der 5Y-Methode als ein effektives Mittel zur Problemlösung und zur kontinuierlichen Verbesserung, KVP. Die 5Y-Methode unterstützt dabei, die Ursachen von Qualitätsproblemen tiefergehend zu analysieren und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. In Kombination mit einer Qualitätsmanagement-Schulung oder einem Lean Six Sigma-Kurs kann die 5Y-Methode dazu beitragen, ein gelebtes QMS, also Qualitätsmanagement-System, zu etablieren und zu pflegen. Ein strukturierter Ansatz zur Ursachenanalyse ist dabei unerlässlich und da hilft uns die 5Y-Methode, um hohe Qualitätsstandards zu gewährleisten und diese fortlaufend zu verbessern. Möchtest du die Effizienz deines Teams nachhaltig steigern? Die 5Y-Methode ist ein integraler Bestandteil des Lean Management und hilft dabei, Verschwendungen und nicht wertschöpfende Tätigkeiten oder Abläufe zu identifizieren und zu eliminieren. Durch gezieltes Fragen und tiefergehende Analysen in einer Teambesprechung können Engpässe, wiederkehrende Störfaktoren, ungeeignete Rahmenbedingungen und ineffiziente Prozesse aufgedeckt werden. In Kombination mit Lean Management, Seminaren oder Schulungen zur Prozessoptimierung kann die 5Y-Methode dazu beitragen, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu etablieren. Nutze diese Methode, um nachhaltige Prozessverbesserungen auch mit deinem Team zu erreichen. Hast du jemals versucht, deine Prozesse zu automatisieren? Das klingt jetzt technisch, aber automatisieren können auch kleine Teams, kleine Abteilungen drüber sprechen, wie Automatismen einzubauen sind. Nur, man stößt das sehr schnell auf unerwartete Probleme. Die Integration der 5Y-Methode zur Prozessautomatisierung kann dazu beitragen, die Ursachen von Prozessstörungen in der Start- und Einführungsphase zu identifizieren und zu beheben. Dadurch werden Automatisierungsinitiativen schneller umsetzbar, effektiver
und nachhaltiger. Durch die Anwendung dieser 5-5-Methode kannst du und dein Team sicherstellen, dass die Automatisierung nicht nur oberflächliche Symptome beseitigt, sondern die Kernursachen von Problemen angeht. Dies führt zu einer reibungslosen Implementierung von Prozessautomatisierung und verbessert die Gesamtperformance. Wenn dir die digitale Transformation deines Unternehmens oder deines Teams oder deines Bereichs wichtig ist, dann ist die 5-5-Methode genau das Richtige. Bei der digitalen Transformation spielt die 5-5-Methode deswegen eine entscheidende Rolle, um eben Störungen, Probleme, Herausforderungen und Hindernisse zu identifizieren und zu überwinden. Die Methode unterstützt dein Team dabei, die wahren Ursachen, nicht die Symptome, sondern die wahren Kernursachen von Problemen bei der Einführung von neuen Technologien oder digitalen Prozessen zu analysieren. In Kombination mit Weiterbildungen zur digitalen Transformation oder Business Process Management Schulung kann die 5-5-Methode dazu beitragen, digitale Projekte erfolgreich zu unterstützen, sodass die Umsetzung auch klappt und die Akzeptanz der neuen Technologie dann auch funktioniert und keine Widerstände auftauchen. Wenn dir eine effiziente Nutzung deiner eigenen Ressourcen, also deiner Zeit, die dir täglich während der Arbeit zur Verfügung steht, wichtig ist, dann höre jetzt zu. Die 5-5-Methode kann auch im Ressourcenmanagement angewendet werden, um die Ursachen von Ressourcenverschwendung und ineffizienten Ressourceneinsatz zu identifizieren. Durch die gezielte und strukturierte Analyse mit der 5-5-Methode können Projektteams, Abteilungen, ganze Bereiche Maßnahmen entwickeln, um ihre Ressourcen effizienter zu nutzen und um nachhaltiger zu wirtschaften. In Verbindung mit Schulungen zum Ressourcenmanagement und Workshops zu Prozessoptimierung kann die 5-5-Methode helfen, eine Kultur des verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen zu fördern und damit Lösungen zu schaffen, damit die Arbeit wieder Spaß macht, damit die Zeit reicht, damit es weniger Überstunden gibt. Gute Ergebnisse kann man nämlich auch ohne viele Überstunden erreichen, aber nur, wenn man seine Zeit gut nutzen kann und diese nicht wertschöpfende, ineffektive Aufwandszeiten drastisch reduziert. Danke fürs Zuschauen. Wenn du diese Tipps jetzt nicht alle komplett umsetzen kannst, ist das verständlich. Wichtig ist es, helfen. Kennst du Kollegen, Kolleginnen, denen ein kleiner Tipp ausreichen könnte, um hier große Veränderungen oder ein Umdenken zu erreichen? Schau doch gleich mal rein, da siehst du mich auch gleich wieder.